Wir haben eine Zeit gefahren im Training, und zwar eine 1,34er. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. 9,20. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Also wir sind gefahren 1,34, 9,20 auf den Roten, und die Roten beim Nico haben hergegeben 1,36, 9,25. Seine gelben Reifen 37,6, unsere gelben 37,1. Und damit zahlt oderseits und willkommen zurück bei F1 2019. Das Qualifying aus Abu Dhabi. Das Aero-Paket, was wir schon seit Ewigkeit nicht mehr verbessert haben. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Ja, fast schon schnell. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Geflohen. Der Wagen mag die Strecke bestimmt. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Ich schmeiß gleich dein Mikrofon weg, du. Klasse, das war dann alles. Da sagt sie klasse. Ach, die Claire ist schon absolut in Ordnung. Die stellt zwar hier und da mal komische Fragen und sie kennt ja nichts, denn die Fragen werden ja vorgegeben von ihrem Chef von Codemasters. Claire ist schwer in Ordnung. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir Q1 überleben. Es wird bestimmt, denke ich, ein starkes Stück werden. Ein starkes Stück Arbeit. Regen hatten wir zu Beginn des freien Trainings. Emma wünscht viel Glück, das Wetter und der Jeff. Und wir haben die Teile drin, die so frisch einfach nur sein können, wie sie sind, weil frischer geht's nicht. Wir sind hier am wunderschönen Yas Island Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen Sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Ein Ferrari-Helm in Rosa. Unser Helm ist da viel anpassungsfähiger. Unter Einstellungen. Aero 8,5. 7,7 Fahrzeughöhe. Passt. Motor. Hat sich zu verstehen gegeben. Blaue Lämmchen. Ganz schön wild da unten gewesen. Jeff, sei leise. Alles klar. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Naja, der Regen. Gerade am besten. Rosa liegt schon im letzten Sektor. Gut, da sind wir auch gleich. Oh, die sind beide im letzten Sektor.
Mal gucken, ob die ihre rosa Farbe verlieren werden, wenn sie dann mal Aston Martin heißen. Das wäre schade. Der Farbklecks, der rosane. Das wäre wirklich schade drum. Aber gut, wir müssen uns Gedanken um uns machen. Da haben wir genug zu tun. Gefällt mir bisher der erste Sektor. Auch zu weit innen. Sehr spät gebremst. Mist. Mal langsamer als im Training, ey. Blöd. Zwei da außen. Puh. Wieder noch weiter in als letzte Runde. Den Rückstand. Scheibenkleister. Jeff? Jeff ist Pizza essen. Ja. 13. Vorlauf. 3. 3,5. So habe ich mir das letzte Qualifying nicht vorgestellt. Moment. Nochmal angucken von außen. Wie blöd das umschaltet. Vor allem wie das Flügelteil sich da rollt. Als wäre das Ding rund. Letzter Platz. Eine Zeit haben wir ja schon. Ich denke mal ja. Denn die Zeit war langsamer als im Training.
Spiel kommst du noch aus den Puschen? Der Nico sogar auf der 9. 34-2. Ausgeschieden Kimi Kubica, 4-18, zerquert und Hamilton, die beiden ohne Zeit. Okay, nur weil wir ausgeschieden sind oder wie? Alle anderen, die schon eine Zeit hatten, die wurden noch gescriptet. Die, die keine Zeit hatten, haben keine Zeit mehr bekommen. Wir werden auf jeden Fall keine neuen Teile bestellen. Immerhin zwei Plätze, wer weiß, wer noch eine Strafe bekommt. Ah, Mann. Ich meine, wir werden eh nicht unter die besten 5 gefahren. Das wäre ein deutlicher Unterschied, ob jetzt 5. oder zum Beispiel 18. Zwischen 13 und 18 liegt auch nicht so viel, aber es wäre halt deutlich besser und 13. Platz würde bedeuten, ich hätte mich wohl besser angestellt im Qualifying, aber das gerade eben war zum eigentlich schnell vergessen. Wie viel hat denn gefehlt? 4/10. Wäre drin gewesen, auf jeden Fall. Okay, im Rennen kann es kaum noch schlechter laufen, außer wir werden 19., 20. oder wir scheiden generell aus. Und ich sehe es wieder positiv, wir werden wieder viel zu tun haben, denn wir müssen uns nach vorne arbeiten. Zumindest wäre das ein Wunsch meinerseits, dass wir das schaffen können. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Gleich gibt's wieder Schwarzbild und tschüss.